Hola Leute, heute gibt es die beste Guacamole nach einem Rezept von meiner Mama. Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Mein Name ist Carlos. Ich komme aus Mexiko, aus der Stadt Chihuahua. Die Esther Banani ist krank. Ich übernehme jetzt gerade für Esther und ich mache für euch die beste Guacamole. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe meinen Beikoch dabei, meinen Helfer. Meinen Helfer, Helfer ist das auf Hochdeutsch, ne? Ja, meinen Helfer. Das ist der Diego. Diego, sag mal Hallo zu den Leuten hier. Sag mal Hallo. Okay, ja gut, reicht. Ich bring dir gleich alles das vorbei, was du mir machen musst, gell? Weißt du Bescheid, ne? Okay, Leute, also, ich mache heute Guacamole für euch, hab ich ja gesagt, ne? Warum meine Stimme so hoch ist? Warum meine Stimme so hoch ist, fragt ihr euch bestimmt, ne? Kann ich euch sagen. Also, ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich bin in den Stimmbruch gekommen und nicht mehr rausgegangen. Ich fange einfach mal an. Kommt mal hier gucken, was ich für euch vorbereitet habe für die beste Guacamole nach einem Rezept von Mama. Mama lebt nicht mehr. Mama ist gestorben. Okay, deswegen mache ich heute Guacamole für Mama. Kommt mal hier ein bisschen näher. Was braucht man für eine Guacamole? Man braucht Avocado, Zwiebel, Limette, Chili, Koriander macht Mama immer rein, hat Mama reingemacht und Pfeffer und, wo ist mein Salz? Salz. Wir essen die Guacamole gleich. Okay, also, wir essen die Guacamole mit Paprika, gebratene Paprika und leckerem Brot. Einfach so als kleinen Snack, ne? Okay, ich fange an. Womit fange ich denn eigentlich an? Ich fange an, die Avocado aufzuschneiden. Das ist immer so der Überraschungsmoment, wenn man eine Avocado hat. Wie ist sie von innen? Man kann ja nicht reingucken, ne? Oh, oh, die ist aber super. Oh, ich wollte euch so einen Trick zeigen. Und da ist die so gut reif. Die ist wirklich super. Genau richtig. Hat Carlos gut eingekauft, ne? Das sind die Erfahrungswerte. Schickst du nicht immer deinen Beikoch zum Einkaufen? Nee, der kauft immer nur Schrott. Nee, Diego, einkaufen, der kauft immer nur Schrott. Kannst du vergessen. Ich hoffe, dass der das gleich auch ordentlich auf die Kette kriegt, was er machen soll. Ne? Mal gucken, ob das bei dieser hier besser geht. Ich habe ja jetzt ein kleines Messer. Ne? Ihr müsstet das Messer von Mama sehen. Mama war die tollste Mama der Welt. Ja, wirklich. Die war die beste. Einfach drehen, ne? So. Und dann. Mama. Nicht so ein Messer. Nee. Mexikanische Mama, ne? So ein Messer. Tada! Reinhauen, drehen, rausnehmen. Das ist der Trick, wie man einen Kern der Avocado. Ja, du hättest es nicht besser hingekriegt. Meine Güte, der sitzt da und ist am Lachen. So, Nummer zwei. Übrigens, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Denn ich finde Bananenbrot TV total toll. Ich finde das klasse, was die Esther da macht. So, jetzt muss ich erstmal hier die Avocado ein bisschen matschen. In der Zwischenzeit, bevor ich hier weitermache. In der Zwischenzeit, wo ich die Avocado matsche, könnte der Diego eigentlich mal so langsam anfangen, für mich die Zwiebel zu schneiden, ne? Ich glaube, ich bringe ihm die mal eben wacker. Ja, sieh zu, ne? Es wird Zeit. Ich brauche das jetzt gleich. Also nicht rumtrödeln, sondern machen, ne? Meine ich ja nur mal so am Rande hier. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch bitte ein Like da für uns. Kommentiert einfach, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Vielleicht habt ihr auch ein super tolles Rezept für eine Guacamole. Noch ein paar andere Sachen, die da vielleicht rein können. Oder wie ihr die Guacamole esst, beziehungsweise was ihr mit der Guacamole esst. So, die wird hier zermatscht. Erstmal noch.
Bist du fertig? Ja? Warte mal, ich komme eben gucken. Oh nee, das ist aber nichts. Kannst du das nicht kleiner machen? Oh mein Gott. Kleiner, kleiner und schneller. Das muss schneller gehen. Okay, mach hinne. Ich muss den Chili noch schneiden. So, das mache ich auch lieber selber, den Chili schneiden. Nee, das geht sonst hier in die Hose. Und bis dahin wird er wohl die Zwiebel fertig haben. Chili schön klein machen. Ja, ich komme sofort. Ich hole mir die sofort. Das machen wir jetzt da rein. So, dann will ich noch mal gucken, ob er die Zwiebeln jetzt richtig hingekriegt hat. Ja, ist immer noch nicht perfekt, aber geht so. Kann man auch besser machen, aber besser als gar nichts, ne? Besser als gar keine Zwiebeln. So, die kommt jetzt da rein. No, das reicht. Ach so. Schaffst du das mit der Limette, mit dem Limettensaft? Ob er das hinkriegt, da gibt es nämlich einen Trick. Man rollt die nämlich schön. Erst, damit die so ein bisschen weich wird. Dann wird sie längst durchgeschnitten und ausgepresst. Ob er das hinkriegt, das werden wir gleich sehen. Ich schmeiße ihm einfach zu. Hier, fang! So, Zwiebel da rein. So, in der Zeit, wo der Diego da mit der Limette kämpft. Mache ich ein bisschen Salz rein hier. Erstmal nur wenig. Koriander. Fertig? Okay, warte, ich hole mir das. So, jetzt kommt noch der Limettensaft dazu. Ein bisschen verrühren und dann ist das auch schon fertig. Wer Lust auf Carlos hat, meldet sich bei mir. So, meine Lieben, die Guacamole ist damit auch schon fertig. Jetzt kommt das hier rein zum Anrichten. Du kannst es auch nicht abwarten, ne? Ich meine es wohl auch nur, weil du eine Zwiebel geschnitten hättest, könntest du ja alles alleine essen. Das gar nichts ab. Das war's dann auch schon. Und das sieht doch wohl super lecker aus, oder? So kann man die weltbeste Guacamole doch wohl essen, oder? Ich würde das jetzt schon ganz gerne mal probieren. Aber tue ich nicht, weil es so schön aussieht. Ich sage jetzt einfach nur noch, ich habe Bock auf die Guacamole und auf meine Party. Es gibt lecker mexikanisches Bier. Hier unten könnt ihr noch zwei Videos von Bananenbrot TV sehen. Ich sage einfach nur noch, so wie die liebe Esther, ciao mit V, Bananenbrot TV. Kannst du auch noch was sagen? Kannst du auch noch ciao sagen? Arriba!